Rapunzel im Homeoffice. Es war einmal ein Mann und eine Frau, die Simone und der Ronald. Die wohnten in Borna-Herzegowina, da, wo der Sommer nie vergeht. Die beiden wünschten sich schon lange ein Kind. Und endlich machte sich die Frau Hoffnung, ihr Wunsch werde in Erfüllung gehen. Die beiden hatten in ihrem Plattenbau ein kleines Fenster. Daraus hatte man einen herrlichen Ausblick auf die Gartensparte zur schiefen Schaufel. Ein Garten war besonders schön. Der stand voll der lieblichsten Runkeln, Brennnesseln und Knöteriche. Er war aber von einem hohen Zaun umgeben und niemand wagte hineinzugehen, weil er der bösen Nachbarin Frau Ulich gehörte, die ein böses Maul hatte und vor aller Welt gefürchtet ward. Eines Tages stand Simone an ihrem Fenster und sah in diesen Garten hinab. Da erblickte sie eine wackelige Laube, durch deren Türe man einen Zweijahresvorrat feinsten Klopapieres erspähen konnte. Rapunzel soft, achtlagig, mit Pfirsichduft. Das Papier sah so weich und poposchmeichelnd aus, dass es in ihrem Bauche sogleich rumorte und sie das größte Verlangen empfand, sich ausgiebig ihrer heimlichen Leidenschaft, dem Stuhlgange, zu widmen. Das Verlangen nahm jeden Tag zu, aber da sie wusste, dass sie keine der so begehrten Rollen bekommen konnte, da wurde sie schwermütig und sah blass und elend aus. Da erschrak der Mann Ronald und fragte zärtlich: Was ist mit dir los, du alte Hippe? Ach, antwortete sie, wenn ich kein Rapunzelsoft, achtlagig, superflausch mit Pfirsichduft aus dem Garten hinter unserem Haus bekomme, so sterbe ich, Roland. Also mache, was du vorhast. Der Mann, der sie trotzdem sehr lieb hatte, dachte: Ehe du deine Frau sterben lässt, holst du ihr von dem Klopapiere. Es mag kosten, was es will. Kurz nach GZSZ stieg er also über den Zaun in den Garten der bösen Frau Ulich, brach die wackelige Laube auf und stahl eine Rolle Rapunzel soft, achtlagig, superflausch mit Pfirsichduft. Er gab sie seiner Frau und sie verschwand sogleich auf dem Abort und ward für Stunden nicht mehr gesehen, wenngleich ihr freudiges Jauchzen bis zum Konsum Scharnhorststraße zu vernehmen war. Das Ganze hatte ihr so eine große Freude bereitet, dass sie den anderen Tag noch dreimal so viel Wanstrammeln bekam. Sollte sie Ruhe geben, so musste der Mann noch einmal in den Garten steigen. Er machte sich also kurz nach der Sportschau wieder hinab. Als er aber über den Zaun herabgeklettert war, da erschrak er gewaltig, denn er sah die böse Nachbarin Frau Ulich vor sich stehen. »Sagen Sie mal! Sie haben böse Ei am Kopf oder was? Klopapier klauen, ich glaube, es hackt die Schuldleide Polizei!« rief sie erbost. »Also, Moment mal, Joel«, antwortete er. »Liebe böse Frau Ulich, also, das muss doch jetzt nicht sein. Jetzt lassen Sie doch bitte Gnade vor Recht ergehen. Ich war in einer Notlage, sozusagen. Meine Frau, die hat das Rapunzelsoft bei Ihnen entdeckt, aus Versehen quasi. Und wissen Sie, wir haben doch nur noch eine Viertelrolle Klopapier aus der DDR und das brauche ich als Sandpapier in der Tischlerei.« Da regte sich die Alte ein bisschen ab und sprach zu ihm: »Wenn das alles stimmt, was du erzählst, und das Chemist ist, so will ich dir gestatten, so viele Rollen Rapunzelsoft mitzunehmen, wie du willst. Allein ich mache eine Bedingung.« Wo sind wir denn hier? »Allein ich mache eine Bedingung. Warte, ja. Du musst mir das Kind geben, das deine Frau zur Welt bringt. Es soll ihm gut gehen und ich möchte für es sorgen, wie eine Mutter im Wohngebiet Fritz Heggert.« Ronald sagte in seiner Angst alles zu, und als die Frau da niederkam, so erschien sogleich die böse Nachbarin und nahm das Kind mit sich fort. Und weil der Name Rapunzel soft, achtlagig, superflausch mit Pfirsichduft zu lang gewesen wäre, da rief sie es fortan kurz Rapunzel.
Rapunzel ward die schönste Maid unter der Sonne. Als sie in das Alter kam, in dem sie ihre ersten peinlichen Bauchfrei-Videos bei TikTok hochlud, da warf die böse Nachbarin Rapunzel in einen Turm, in dem seit Jahrzehnten der Fahrstuhl defekt war, in den Dresdner Fernsehturm. Nun trug es sich zu, dass die Seuche Carola über das Land kam und nur noch systemrelevante Gewerke öffnen durften, der Hufschmied, der Quacksalber und der Käsemaik. Und weil es auch den Friseuren verboten ward, noch Haare zu schneiden, so wuchs Rapunzels Haar immer weiter, bis es so lang war wie ein Tatort mit Jan-Josef Liefers. Wenn nun die böse Frau Ulich in den Turm wollte, so brauchte sie sich nur unten hinzustellen und zu rufen: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter! Rapunzel hatte lange, prächtige Haare, fein wie gesponnen Gold. Wenn sie nun die Stimme der Frau Ulich vernahm, so band sie ihre Zöpfe los, wickelte sie oben um einen Fensterhaken und dann fielen die Haare 145 Meter tief herunter und die Alte stieg daran hinauf. Nach ein paar Jahren trug es sich zu, dass der schöne Enrico aus Burgstedt sich nach dem Genuss mehrerer Fliegenpilze im Wald verirrte und so ganz zufällig am Dresdner Fernsehturm vorbeikam. Er hörte einen Gesang, der war so lieblich, dass er stillhielt und horchte. Auf der Ulich, hör, was sie sagt, sie gibt dir ein Rat und das meistens ungefragt. Das war Rapunzel, die sich in ihrer Einsamkeit die Zeit damit vertrieb, ihre süße Stimme erschallen zu lassen. Der schöne Enrico wollte zu ihr hinauffahren, doch am Fahrstuhl stand: Außer Betrieb. Scheiße. Danke für nischt. Er irrte heim, doch der Gesang hatte ihm so sehr das Herz gerührt, dass er jeden Tag in den Wald ging und zuhörte. Mein Haar wächst schneller als deins, der Steffen Lukas hat keins. Als er einmal so hinter einem Baum stand, sah er, dass eine alte böse Schachtel herankam und hörte, wie sie hinaufrief: Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter! Da ließ die Rapunzel die Haarflechten herab und die Frau Ulich stieg zu ihr hinauf. Der Enrico sprach zu sich: Sag's doch gleich, ich dachte schon, ich muss dort noch laufen, das ist ja ein geiler Lifehack, das mit die Haare. Das probier ich morgen gleich mal aus. Und den folgenden Tag, als es anfing dunkel zu werden, da ging der schöne Enrico abermals zu dem Turme und rief: Furunkel, Furunkel, schmeiße Quark herunter! Warte. Nee. Es ist dunkel, hier ist der Wagner Gunter! Doch als sich in dem Turm nichts rührte, da nahm er sein iPhone zur Hand und informierte sich auf der Webseite der Gebrüder Grimm über die konkrete Formulierung. Ach Mensch, hier steht's doch. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Alsbald fielen die Haare herab und der schöne Enrico stieg hinauf. Anfangs erschrak Rapunzel gewaltig, als ein Mann zu ihr hereinkam, wie ihre Augen noch nie einen erblickt hatten. Seine vom Solarium getoastete Haut, seine kampfsportgestählte Frisur und sein Mutti ist die beste Tattoo konnten sie nicht beeindrucken, aber als sie seine 2-Euro-Stück großen Ohrtunnel erblickte, da war es um Rapunzel geschehen. Sie hatte sich immer einen Mann gewünscht, an dessen Ohren man prima Küchenutensilien, ja sogar Gartengeräte aufhängen konnte. Der schöne Enrico fing ganz freundlich an, mit ihr zu reden und erzählte ihr, dass von ihrem Gesang sein Herz so sehr sei bewegt worden, dass es ihm keine Ruhe gelassen und er sich selbst habe sehen müssen. Da verlor Rapunzel ihre Angst und als er sie auch noch fragte, ob sie ihn zum Enrico nehmen wolle, und sie begriff, dass er zwar doof, aber jung und schön war, so dachte sie: Ach, der wird mich lieber haben als die alte Frau Ulich, und sagte: Ja, und legte ihre Hand in seine Hand.
Sie sprach: Alles klar, kein Ding, Enrico. Aber es gibt noch ein Problem. Ich weiß doch gar nicht, wie ich hier wieder runterkommen soll. Enrico guckte wie ein tiefer gelegter Golf, weil ihm auch nichts einfiel. Oder warte mal, sprach Rapunzel. Wir machen's folgendermaßen, Enrico. Wenn du kommst, dann bringe doch bitte einfach jedes Mal eine Rolle Klopapier mit. Ich will ein Seil daraus drehen. Dann machen wir hier einen Fisch und hauen ab auf deiner Enduro. Na Mensch, das klingt doch nach einem Plan, sagte Enrico. Gib ihm mir Pfeif, Rapunzel, genauso machen wir's, da sind wir auf der sicheren Seite. Sie verabredeten, dass er bis dahin alle Abende zu ihr kommen sollte, denn bei Tag kam ja die Alte. Die Frau Ulich merkte auch nichts davon, bis Rapunzel einmal anfing und zu ihr sagte: Sagen Sie mal, böse Frau Ulich, meine Frage. Kann das sein, dass Ihnen die Quarantäne irgendwie nicht bekommen ist, dass Sie Ihre gehamsterten Ravioli alle auf einmal aufgefressen haben? Oder warum sind Sie so fett geworden? Da erwiderte die Alte: Ich verstehe die Frage nicht. Rapunzel sprach: Na, mein schöner Enrico, der ist viel schneller hier oben. Bei ihm, das dauert teilweise. Und außerdem rupt's mir bald die Extensions raus, so schwer sind sie geworden. Da wurde die böse Frau Ulich aber zornig und rief: Ich habe mich wohl verhört, oder was? Müschebübü mit dem Enrico, du hast sie wohl nicht mehr alle. 200 Bulls hab ich, balde, dö! In ihrem Zorne packte sie die schönen Haare der Rapunzel, griff eine Schere und ritsch-ratsch waren sie alle abgeschnitten. Und die schönen Flechten, sie lagen auf der Erde. Da sprach Rapunzel: Jetzt hab ich zwar keinen Spliss mehr, aber Spitzenschneiden hätte auch gereicht. Rapunzel sah in den Spiegel und erschrak. Scheiße! Jetzt sehe ich aus wie der Steffen Lukas. Doch das war der Frau Ulich noch nicht genug. Und sie schickte die arme Rapunzel mit dem Nachtbus ins Märchenwaldbad Klotsche, wo sie in großem Jammer und ohne Klopapier leben musste. Denselben Tag aber, wo die alte böse Ulich Rapunzel verstoßen hatte, machte sie abends die abgeschnittenen Flechten oben am Fensterhaken fest und wartete. Und wieder kam der schöne Enrico und rief: Ravioli, Ravioli, ich habe nichts drunter. Warte mal, wie war denn das? Ich hab's doch erst gegoogelt neulich. Ich hab's. Rapunzel, lass dein Haar herunter. Da ließ die Frau Ulich die abgeschnittenen Haare von Rapunzel hinab. Enrico stieg hinauf, aber er fand oben nicht seine liebste Rapunzel, sondern die alte Frau, die ihn mit bösen und giftigen Blicken ansah, wie ein Falschparker die Politesse. Aha! Rief sie höhnisch. Du willst die Liebste holen, hä? Aber das feine Fräulein Flitschen hat die Einbahnstraße nach nirgendwo genommen. Für dich hat sich's quasi ausrapunzelt. Bums aus, tralala! Der schöne Enrico geriet außer sich vor Kummer und in seiner Verzweiflung sprang er den Turm hinab. Er landete kopfüber auf einer illegalen Müllkippe, bestehend aus alten Autoreifen, allerlei Schruts und Spittel sowie leeren Klopapierrollen. Das war sein Glück, denn so kam er mit dem Leben davon. Einzig sein Mundschutz, den er wegen der Carola-Krise trug, der war ihm über die Augen gerutscht. Der schöne Enrico dachte, er sei für immer erblindet und irrte jahrelang im Walde umher und aß nichts als alte Autoreifen, Schruts, Spittel und leere Klopapierrollen. So rief er immer wieder: So eine Scheiße mit der Scheiße! Jetzt bin ich blind und meinen Mundschutz habe ich auch noch verloren! Er wanderte einige Jahre im Elend umher und geriet endlich ins Märchenwaldbad Klotsche, wo Rapunzel mit den eineigen Zwillingen Jens und Sabine, die sie inzwischen geboren hatte, kümmerlich vom Sold einer 5-Meter-Turmwärterin lebte. Da vernahm er plötzlich eine bekannte, liebliche Stimme. Atemlos übern Platz,
in der Abwehr, Hummelsmatz. Die Stimme kam dem schönen Enrico so bekannt vor, dass er sofort in ihre Richtung rannte und volles Rohr mit dem Nischel gegen den 5-Meter-Turm vom Märchenwaldbad Klotsche knallte. Da erkannte ihn das Rapunzel und fragte, »Sag mal, schöner Enrico, wieso hast du denn deinen Mundschutz auf den Ohren, du Depp?« »Na eben«, sagte der Enrico. »Und ich dachte die ganze Zeit, ich wär blind, dabei bin ich nur blöde.« Rapunzel sagte, »Das ist doch nicht so schlimm, Enrico. Hauptsache, du bist gesund und du siehst einigermaßen gut aus.« Da setzte er Rapunzel auf seine Enduro und fuhr mit ihr in den Sonnenuntergang. Sie bekamen so viele Kinder, die beiden, mehr als der schöne Enrico zählen konnte, nämlich 3. Und beide lebten glücklich und vergnügt bis an ihr Lebensende, vielleicht sogar noch länger. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute.